Der Kern der Expo Riva Shoe ist die Information. Sehen, was es Neues gibt, hören, welche Tendenzen die anderen wahrnehmen, mitteilen, was Sorge bereitet. So ist die Messe am Gardasee weit mehr als eine Schuhschau. Sie ist immer auch Gradmesser für das Stimmungsbild der Branche. Und das bewegt sich nach zwei durchwachsenen Saisons mit Blick auf Herbst-Winter zwischen Hoffen und Bangen. Ich denke, dass wir wieder ein besseres Geschäft mit Saisonware machen werden, was ja in den letzten beiden Saisons ein bisschen schwieriger war. Nicht nur wegen der Witterung, vielleicht auch wegen der Attraktivität der Produkte. Ich gehe davon aus, dass es besser wird, dass es mehr Konsumdruck kommt. Das war ja in dem Sommer ein bisschen schwierig, obwohl wir tolle, tolle Schuhe hatten. Mode begeistert momentan, speziell in den Fachgeschäften wird die neue Ware ja auch schon sehr gut akzeptiert. Wir haben einmal diese Kurzstiefelettchen, also so ein bisschen Texano-Western-Typen, die sich auch jetzt schon sehr gut verkaufen. Wir haben natürlich das tolle neue Thema der neuen Sneaker, die wir auch in Verkauf bringen werden. Ob die sogenannten Sneaker-Keile in diesen Varianten und in diesen Preislagen, wie wir sie hier alle gesehen haben, vom Markt in der Größe gebraucht werden, das möchte ich momentan bezweifeln. Ich glaube auch, dass das Thema Farbe sich in die Herbst-Wintersaison hineinziehen wird, weil es im Sommer gut gelaufen ist, natürlich in etwas gedeckteren Varianten. Für Frühjahr Sommer 2013 gab es in Riva vor allem für den Übergang einige vielversprechende neue Themen zu entdecken. Auch hier wieder geschlossene Waren, Ballerientypen, neue Lackvarianten, neue Farbthemen, das funktioniert gut. Im offenen Bereich ist ein großes Fragezeichen momentan. Es ist auch so, dass Sandaletten nicht modisch genug sind, nicht jung genug sind. Wir verkaufen anstatt der Sandalette einen Sneaker, einen Leinenschuh. Also ich denke, dass Farbe nochmal wirklich ein sehr zentrales Thema sein wird. Man muss vielleicht ein bisschen subtiler an die ganze Sache herangehen. Also ich denke auch oder glaube stark auch an Kombinationen, dass man vielleicht auch ein bisschen Naturtöne dazu mischt, dass man Weiß mit dazu nimmt. Wobei man natürlich vorsichtig sein muss, dass man jetzt nicht nur farbige Schuhe kauft. Wir denken, dass Rot und Blau weiterhin sehr gute Farben wird. Es wird ein bisschen pastelliger, vielleicht auch in Rosetöne. Gelb und Grün, muss man einfach gucken, wie viele Schuhe man in den Farben gekauft hat, das vielleicht mal zwei nehmen und dann hat man, denke ich, eine ganz gute Anzahl auch in solchen Warengruppen. Ja, die Leute beschäftigen sich viel mehr mit den Kollektionen. Sie versuchen, ihre Sinne mehr zu schärfen, ja. Und das ist sehr gut, weil wir dann auch etwas andere Schuhe in den Geschäften sehen, ja. Weil ich glaube, Schuhe, wie unsere Branche, lebt von Emotionen, ja. Und wenn man etwas Schönes hat, was eine Emotion vermittelt, dann verkauft sich das auch, ja. Die allgemein gute Stimmung in Riva konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eine Menge kritischer Themen gibt, die die Partnerschaft zwischen Industrie und Handel mehr denn je auf die Probe stellen werden. Die momentanen Irritationen einiger Großfilialisten sind für die Branche insgesamt nicht gut. In etwas schwierigeren Situationen, das haben wir auch festgestellt, ist die Partnerschaft zwischen Industrie und Handel deutlich wichtiger. Und hier gibt es konkrete Ansätze, wie man Partnerschaften vertieft. Was wir sehr erfreulich finden, ist, dass die Krise sich nicht so durchgeschlagen hat, wie das prognostiziert wurde. Auch das Fachhandelssterben, was uns über Jahre schon prognostiziert wurde, ist nicht eingetreten. Und wir freuen uns einfach auch, dass viele junge Leute in der Branche nachrücken und es hier auch neue Impulse gibt für eine gute Zukunft. Darüber hinaus beschäftigt die Branche aktuell insbesondere die Konkurrenz aus dem Internet. Also es gibt zwei Revolutionen im Einzelhandel. Die erste Revolution war die Selbstbedienung und die zweite Revolution ist der Onlinehandel. Und dadurch wird sich der Handel enorm verändern. Es gibt immer mehr Textilunternehmen, die Schuhe sehr erfolgreich ins Sortiment aufgenommen haben. Es gibt auch großflächige Textiliten, die das Thema Schuhe noch nicht so angegangen sind. Beispiel P&C. Girl oder andere, das steht vielleicht auch bevor. Und dann kommt natürlich das ganze Direktgeschäft über das Internet. Das wirbelt die Branche schon etwas durcheinander und das werden keine leichten Jahre werden, die nächsten 10. Ich weiß, es klingt verrückt, aber ich sehe es eher als Bereicherung, weil für mich ist der Onlinehandel, der jetzt stattfindet, die moderne Form des Versandhandels. Es hat sich nichts an prozentualen Anteilen verändert, witzigerweise. Wir haben das recherchiert in unserer Firma. Als Zalando nebenbei auf den Markt ging, haben wir einen riesen Umsatzhype erlebt. Wir glauben auch deshalb, weil Werbung da war und ein riesen Bohai um Schuhe passierte. Das tat uns gut.